Hallo lieber Debbie und Taylor. Heute gibt es in Karlsruhe Hähnchenpaprikasch gekocht. Und für das Hähnchenpaprikasch brauchen wir natürlich Hähnchenfleisch. Da haben wir Schunker und Flitscher gekauft. Krummbeere ganz wichtig. Zwiebeln, Tomatenmark, Pfeffer, Salz, rote Paprika und ein bisschen Öl zum Anbraten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht auch beim Mitkochen. Und zum Paprikasch hat man im Banat immer gutes, frisches Brot dazu gegessen. Das werden wir auch euch gleich zeigen, wie das geht. Und zum Schluss gänz noch Mehlnockerl. So, und bevor wir mit dem Paprikasch anfangen, tun wir zuerst das Brot dadurch machen. Dafür brauchen wir 500 Gramm Dinkelmehl, haben wir gerichtet, ein Würfel frische Hefe, 300 Milliliter Wasser und ein Esslöffel Salz. Das kommt alles in die Küchenmaschine und darf die mal zuerst ein bisschen arbeiten. Während die Maschine jetzt einfach mal 10 Minuten läuft, können unsere Männer schon anfangen, alles klein zu schnippeln. Ach so, also gut, dann wollen wir anfangen. Die Heidi hatte schon gesagt, dass wir vor die minderwertige Arbeit zuständig sind, wenn ich sie jetzt schälen, wie immer. Aber bevor wir das machen, denke ich mal so, Hubert, trinken wir erstmal an, oder? Trinken wir zuerst mal an. Also, halt, Gesundheit. Gesundheit. Aber jetzt lass uns mal so, anfangen. Jetzt sollten wir mal anfangen, dann gibt es halt nichts mehr zu essen. So, bevor ich anfange zu schälen, wussten mein Zeichen für die Krummbeerschäle. Meine Frau ist ja nicht dabei. Sag mal, was habt ihr da für Schweinskrummbeere? Also? Du, die habe ich extra aus dem Garten. Wenn ich sie spare. Ja, komm, da ist ein großer Garten und kleine Krummbeere. Große Korb mit einer Krummbeere, das sind wir so. Du, mit dem Gerät jetzt wirklich nicht. Guck mal da. Jetzt schauen wir mal, wer schneller fertig ist. Jetzt machen wir mal. Entschuldigung, das sind halt Mannshände und nicht. Schau doch mal, wie spielt halt. Jetzt machen wir mal eine Krummbeerschälwettbewerb. Du kriegst das. Ich muss mir erst einarbeiten in die Maschine da. Und wenn du das auch so hinkriegst wie ich, in einem Strom die Krummbeere sauber zu machen, Hubert, dann bist du der Beste. Ich kann die Krummbeere nicht einmal heben, sie ist schnell wie die klein ist. Siehst du, das geht jetzt so in einem Strom und machen das so einmal rum. Dass die alte Schwur auch hinkriegt haben, das weiß kann ich. Kann das sein, dass das Ding nicht richtig eingesteckt ist da? Das ist wieder nicht richtig eingesteckt. So, warum stecke ich es immer richtig ein? So, was hat er jetzt? Ich gehe meine Frau oder gleich. Und dann habe ich drei Stück gehabt, aber ich vermute mal, die sind alle weg. Komm. Guck mal, es wird doch so langsam was, oder? Ich habe zum Beispiel. Soll ich jetzt noch ein Sandmännchen draus basteln oder was? Komm, der Schäler. So weit sind wir gekommen, wird. Komm, der Schäler. Tja. Das letzte Mal habe ich das im Militär gemacht. Jetzt weißt du, warum ich den Militär gemacht habe? Komm, der Schäler. Ja, ja. Wir haben gesehen, wie wir uns schon beim Krummbeerschälen haben gesagt, dem kannst du keine Waffe in die Hand geben. Mensch, komm mal, wir wollen Fernsehen. Wir? Ja. Mensch. Kannst du die ganze Fernsehküche dann der Katz geben? Ich meine, das sind so. Mhm. Katz, guck, dass du rauskommst und kommst da in der Tippe. Das ist zum Blick hin, das Paprikasch mit der Katz und Paprikasch heute. Im World Wide Web oder wie das heißt. Was? Was? Im WWW kommt schon alles. Was ist WWW? World Wide Web oder so, glaube ich. Hat man mal in deinem Zeit. Was heißt man das? Ich glaube mit Senf dann. Senf? Gut, keine Ahnung. Senf oder Mustard? Kann nur Mustard sein, das ist aber... Dann schmeckt's. Dann schmeckt's besser. Übrigens, wieso kommt denn das Paprikasch her? Nobel, den falten wir jetzt gerade hin. Hubert! Oh, ich wollte jetzt nicht verstecken! Was machen wir jetzt gerade hin? Wieso kommt der Nobel hin? Weil die Schwurwurf Paprikasch ist. Ah, okay.
Öl. Ein Tropfenöl, genau. So, Tuberkultur streng und nicht auf die Hitze acht. Das ist wichtig, ja. Das ist ganz wichtig. Das heißt scharf Ohrenbrühe. Aber naja. Müssen wir mal achten. So, Zwiebeln. Wichtig ist das, dass in die richtige Richtung drescht. Ah, wirklich? Ja, immer mit Uhrzeigerin. Nein, Uhrzeigerin. Uhrzeigerin. Genau. Scheiße, dann geht meine Uhrzeigerin aber so. So rum. Du drehst verkehrt rum. Ah, du stehst auf der anderen Seite. Mhm. So scharf die Zwiebel, weil ich so geschnitten habe, oder? Die sind wunderbar scharf. Die sind wunderbar. So scharf ist Messer, machen wir das gute Fleisch rein. Genau. Hey, da hat einer geschummelt. Das hat er nicht geschnitten. Wer war das? Mensch, Melanie. Heute machen wir Bombe-Paprika statt Hingel-Paprika. Hingel-Paprika, also Hauptsache das Hingelfleisch. Das ist so Hingel-Paprika. Die Grumpe, da machen wir ja nur rein, damit die Farbe stimmt. Aber was mich wundert tut, dass das Hingel so viel Schungel gehabt hat. Dass das Hingel so viel Schungel gehabt hat. Das war ein ganz besonderes Hingel. Ich glaube, das war ein bisschen runter, das war irgendwas, oder? Die gibt es, aber die gibt es selten. Es gibt ja 1000 Füße. Mensch, gibt es ja bei der Hintel auch so 1000 Füße. Irgendwo bestimmt. Ich habe aber noch wenig gesehen. Doch, das muss ja von den Heiden waschen, das Fleisch hat. Gut, ich habe das Hintel, aber hast du das Ding gebraucht? Metro. Metro gibt es Hintel mit so viel Schulter. Wunderbar. Ja. Also leid, gell? Metro kaufen. Wenn man einen Ausweis braucht, kommt nicht zu mir. War das jetzt Werbung? Ja. Oh, was ist denn das? Das sieht man schon mal. Ist das für Ablöscher? Ja, wir löschen. Nein, wir löschen. Wir löschen. Also, Hauptsache Finger weg vom Alkohol. Also okay. Finger weg vom Alkohol. Augen schauen. Stößchen. Zum Wohl. Also, falls das nichts wird, bleiben wir dabei. Bei dem noch. Dann machen wir weiter. Dann machen wir die Tomatenmark drin. Das ist Paradeismark. Das heißt Paradeismark? Nein, das heißt Tomatenmark für uns. Ja, immer die vom Bau. Dann lassen wir das auch kurz anschwitzen. Oh, da hat schon richtig Rösch, da haben wir so viel, wunderbar. Aber wird das Ganze so angebrennt? Nein, das passt. Aber die haben ja keine Ahnung, oder? Dann tät ich dann noch die Paprika rein. Genau. So. Lassen wir das Ganze ganz kurz an, aber ganz kurz noch, schon stirbt die Paprika bitte. Das schaut wunderbar aus. Das schaut gut aus. Jetzt tun wir bis wann noch mit bisschen Wasser. Zum Ablöschen. Jetzt tun wir ohne das alles lösen so langsam. Hörst du das? Ich hole mal was anderes. Ich glaube, da kann das gut. Das geht besser. Hast du ein Spezialwerkzeug? Ganz Spezialwerkzeug. Ja, mehr gibt es schon die Amateurwerkzeuge genau, da. Das ist jetzt richtig, da kann man das richtig wegmachen. Wunderbar. Oder gleich, wie hast du gesagt mit Rehre? Du tust nicht falsch Richtung Rehre. Nein, ich tue richtig rum. Wie die Uhr geht, so. Immer rechts rum. Jetzt fehlt mir das. Aber das kommt davon, weil du auf der falschen Seite stehst, wie immer. So, Hubert, jetzt warte ich mal ein bisschen. Jetzt bin ich wieder dran mit diesem Kratzer vom Boden. Weil alles, was nämlich da verbrennt ist, das muss alles in der Suppe, in Paprikasch drin sein. Wenn einem das Paprikasch nicht schmeckt, der kann ja nachher sagen, dass es verbrennt. Obwohl Wasser anbrennen kann, Hubert, kann Wasser überhaupt anbrennen. Doch, es gibt Leute, die können auch Wasser anbrennen. Die gibt's. So was gibt's. So, ich bin jetzt auch nicht tun, noch ein bisschen Wasser rein. Das riecht ja schon wie Paprikasch. So, jetzt haben wir das Wasser drin. Jetzt tun wir das Ganze aufkochen. Jetzt sehe ich so, Hubert, wir machen das Salz mal drin. Eine Prise Salz. Ich glaube, das sind nicht zwei Prise drin, ist ja gar nicht. Weißt du, wie das jetzt ganz nachher versalzt ist? Bin ich schuld? Nein, dann tun wir noch Wasser rein. Dann vergessen wir was. Dann machen wir jetzt ein bisschen Pfeffer rein. Oh, ein, zwei Prisen. Ja, Pfeffer kann man immer genug rein. Ja,
Was ich vergesse, scharf ist. Was ich vergessen habe, dass ich weiß halt aber nicht, ob das im Rezept steht. Da machen wir noch zwei, drei Lorbeerblätter drin. Lorbeerblätter kann man immer reinmachen. Wenn das nicht gerichtet hat, ist nicht schlimm. Das, wenn man es drin hat, ist gut, wenn nicht, ist auch recht. Ganze Sonne schmeckt es sowieso nicht. Ist halt so. So. Und rummeln wir noch einmal. Aber irgendwas so. Mir nicht fehlt doch noch. Irgendwas fehlt noch. Natürlich fehlt noch was. Natürlich fehlt noch was. Ein bisschen Vegetta müssen wir noch rein tun. Ohne Vegetta geht es nicht. Das Gewürz. Das wichtigste Gewürz, was es gibt. Ja. Und der Rest irgendwas. Ohne Vegetta, das hätte nichts gibt. Genau. Ich meine aber Vegetta steht auch nicht im Rezept. Jetzt machen wir noch einen Schuss Vegetta rein. Eine Gauschel voll. Das muss hin. So. So, Deckel drauf. So, ich meine, jetzt haben wir alles. Jetzt lassen wir es mal aufkochen. Gute 20, 30 Minuten. In der Zwischenzeit gehen wir mal. Was müssen wir jetzt machen? Das Bier wiederholen, gehen wir an, kennst du mehr. Doch, ich habe noch einen Schluck. Ja, einen Schluck, das zählt nicht. Das sind noch solange wir aber die Frau hier Brot weitermachen, oder? So, ist es super. Und wir gehen mal schauen, was die Bundesliga jetzt macht. Oh, stimmt. Gucken wir mal. Bundesliga. Also, bis später. So, dann machen wir jetzt dann kurz mal weiter. Jetzt machen wir einmal die gut geschälte Grumbeere rein. Mit Liebe geschält. Guck mal, wie die schön sind. Jetzt machen wir die Grumbeere rein. Und dann schauen wir, ob wir noch Flüssigkeit reichen. Oh, das schaut gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt tun wir doch gleich mal noch eine Hochschale. Das ist gleich auch anfangen zu kochen. Ich glaube, wir haben es geschafft.